Ja, da sind wir wieder bei Hitman Absolution. Der sitzt ja auch geschillt hier. Na, Alter, wie geht's? Die hin. Wer hat denn so eine Langeweile, so eine Puppe aufzustellen? Gibt's doch eine Fresse, Mann. Oh, wo sind denn so viele? Oh, guck mal, noch kurz um hier. Ne, da komme ich nicht durch, da wollte nur eine Schlüsselkarte. Drei Geld zurück. In die andere Mission? Oh, ja. Einfach super. Komm schon, helft mir suchen, okay? Hilft mir bitte jemand? Sicher, warum nicht? Ist besser, als sich am Arsch zu kratzen. Okay, haben wir sie durch? Ist der Patriot schon bereit? Nein! Ah, verdammt noch! Nur Kämpfer dürfen durch diese Tür. Guck mal so um. Irgendwas gefunden? Ich bin sicher, da war was. Ich meine, ich suche, aber ich suche nicht richtig. Ich verstehe. Yep, jede Menge nichts. Hörst du bitte auf, mich da ständig zu fragen? Na, jetzt da Steuerung hakelt. Und Rainer mit dir. So, dann bin ich schon mal etwas. Ach, oh, es war. Ja. So ist das gut. Rühren Sie sich nicht. Das war doch so klar. Kann man nur hoffen, dass hier hinten wieder hinkommt. Ach Mann, ey. Wieso passiert mir sowas immer? Der war doch gerade weg. Komm schon, bleib mit dem Kopf bei der Sache, sonst verlierst du ihn. Das ist seine größte Schwachstelle. Ach. Boom! Ein klarer Fall für den Meister. Was immer noch hier so? Ich hab nichts getan, Mann. Okay, ich glaube, der muss hier hin. Scheiße! Wofür ist der denn? Funktioniert. Oh, so gefällt mir. Konzentrier dich! Töte! Töte! Hab eine Schlüsselkarte. Vielleicht komme ich jetzt da hinten durch. Können wir mal kurz gucken, wo wir da dann hinkommen. Doch die Musik ist ja die schärfste. So, warte mal hier. Hier lang.
durch. Ich brauche gar nicht die Verkleidung. Das Mädchen zum Kampf mitnehmen. Absagen. Wir haben hier jede Menge zahlende Kundschaft. Ich beschütze nur Ihre Investition. Keine Sorge. Sheriff Skurky hat sie in seiner Zelle im Keller. Ohne seine Erlaubnis kommt da niemand rein oder raus. Ich hole sie sofort nach dem Kampf wieder ab. Alles klar. Ich lasse sie nicht mehr aus. Das war Sheriff Skurky, ist hier unten im Keller. Unsere Braut. Ihr tötet den Mann aus der Großstadt an. Den Patrioten. Und ich habe mich ja letztes Mal noch gewundert, warum Sanchez so überdimensioniert aussieht. Haben wir in der letzten Folge mitbekommen, der ist ein bisschen genmanipuliert. Deswegen darf der wohl nicht so aussehen. Der Patriot! Sanchez. Alter, reg mal auf da! So, guck mal kurz. Das ist krass laut. Wo wir ausgemacht haben, dass wir uns treffen wollen. Ist alles okay? Gut. Wirklich. Das ist ein perfektes Porträt von ihm. So, gucken wir uns einfach ein bisschen um. Vielleicht schaffe ich es jetzt diesmal ohne Aufsehen zu erregen. Handtuch für Sanchez. Das wär's doch. Was? Der Typ sieht genauso aus wie ich vor 15 Jahren. Gruselig. Ich friss mich. So. Werfen.
Teddybären nicht mehr? Nee. Wo soll er herkommen, der Penner? Ist doch nirgendwo was zum Werfen. Seid ihr stolz auf mich? Ohne wirklich Aufsehen zu erregen, habe ich diese Mission gemeistert? So. Veteran. Naja. Weiter geht's. Aloha und willkommen im Waikiki Inn. Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin. Oh. Ich gehe vor, Sir. Und ein kleines Frühstück gibt's von 7 bis 9 in der Tiki Lounge. Happy Hour ist von 5 bis 8 in der Tiki Lounge. Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben. Geht es auch weniger festlich? Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky. Ja, Sir.